Eins, zwei, sehr gut. Aufdrehen, tiefer Ball, Klatschball, Ball in den Lauf. Sehr gut, stopp, 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 stopp. Also Männer, das Gute am Fußball ist, die Welt geht nie zu Ende. Also auch wenn eine schlechte Aktion war, geht immer weiter. Das heißt, die nächste Aktion kann ich immer gleich besser machen. Also nicht groß ärgern. Jetzt machen wir das, was ihr vorhin gemacht habt. Das heißt, ihr geht jetzt in den Ball. Das heißt, wir beide stehen jetzt zum Beispiel zusammen. Ich gehe in den Ball, dribbel mal so ein bisschen an. Also ich gehe rein. Jetzt spiel mal durch. Den Ball lasse ich jetzt aber durch. Tick, tick. Und dann wie eben. Nee, nee, gleich in die Tiefe. Wieder, okay? Kein Doppel. Nee, kein Doppel. Brauchen wir nicht. Okay? Verständlich? 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 Gut. Ja. Ja. Guter Ball. Okay, stopp, 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 stopp. Nehmt mal die Kappe bitte weg. Nehmt mal die Kappe bitte weg. Einfach. Kannst du gleich mit runternehmen oder gib her. Einer muss sie festhalten. Okay. Okay, letzte Variation. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir spielen die frei durch oder die Spieler können entscheiden oder, oder. Was ich gerne immer nochmal mache, ist einfach die Kappen auch nochmal rauszunehmen, weil Kappen sind immer so Orientierungspunkte. Und einfach mal sehen, was jetzt passiert, wie sie sich jetzt verhalten im, ja, im freieren Raum. Die letzte Variation, das heißt, einer kommt in den Ball, lasst den Ball durchlaufen oder an euch vorbeilaufen und dann wie eben. Okay, los geht's. Guter Ball. Okay, stopp. Können kurz was trinken gehen, können kurz Pause machen. Die letzte Variation, ich glaube, das hat man auch ganz gut gesehen. Also in dem Moment, wo ich in irgendeiner Form die Kappen wegnehme, also eher im freien Raum trainiere, als dann ja, immer so fest von Station A zu Station B zu Station C und so weiter. In dem Moment habe ich natürlich auch den Vorteil, dass ich mich auch ein bisschen freier bewege. Und man hat eben gesehen, die Freilaufbewegungen waren gleich einen Meter weiter raus und schon war diese Orientierung weg, schon war es ein bisschen freier und eben waren auch alle Durchläufe eigentlich sehr gut.